Ich liebe es, wenn die Sims-Community bei der Gestaltung von The Sims 4 mitmachen kann. Genau das ist jetzt bei zwei kommenden Sets für Spiel möglich. Alles dazu in diesem Video. Völlig überraschend haben die Entwickler am Donnerstag eine kleine Umfrage auf Twitter geteilt, in der nach unserer Meinung zu zwei kommenden Sets für The Sims 4 gefragt wird. Hier können wir nämlich den Stil eines Baumodus und erstelle ein Sim-Set mitbestimmen. Wenn ihr den Link in der Beschreibung anklickt, könnt ihr hier zuerst für neue Klamotten und die Ästhetik eben dieser abstimmen. Diese sind, wie ihr schon seht, sehr gegensätzlich. Einmal stehen hier Objekte im Regenbogen- und Goth-Stil bereit. Die Regenbogensachen werden hier wie folgt beschrieben. Diese verspielte Ästhetik bietet nostalgische, jugendliche Designs und strahlende Farben. Umarme das Kind in dir und kleide deine Sims in farbenfrohe und strahlende Muster. Bei der Goth-Mode führen die Entwickler folgende Beschreibung an. Wird dir beim Anblick eines pinken Pullovers übel? Perfekt! Folge deiner dunklen Seite und stimme für Goth-Mode. Style deine Sims von Kopf bis Fuß mit Schwarztönen. Mit modernen Netz und spitzen Elementen, einem dramatischen dunklen Make-up und ausgefallenen Accessoires heben sie sich garantiert von der Masse ab. Beachtet hier aber, dass die abgebildeten Sachen nur den Stil repräsentieren und nicht eins zu eins diese Objekte ins Spiel kommen werden. Dann weiter zu den Baumodus-Sachen, die ebenfalls wieder das thematisch komplette Gegenteil voneinander darstellen. Die moderne Zukunft und ein mittelalterliches Schloss. Bei ersterem haben sich die Entwickler diese Beschreibung überlegt. Errichte eine Festung mit verschiedenen Elementen wie Ziegelmauern, Wehrgängen und alten Gemäuer mit Bleiglasfenstern. Dein eigenes Schloss in einem weit, weit entfernten Königreich. Unter dem Bild des futuristischen Baustils steht hingegen folgende Beschreibung. Stimme für diesen Hightech-Futurismus, wenn du auf außerirdische Architektur mit glatten Metalloberflächen und leuchtenden Akzenten stehst, die für Besucher fremder Planeten eine perfekte Heimatbasis bilden. Noch bis zum 21. Mai um 4 Uhr morgens könnt ihr hier abstimmen. Die Sets werden höchstwahrscheinlich nicht mehr in diesem oder nächsten Monat, sondern dann im Zeitraum von Juli bis August erscheinen. Was denkt ihr über die kleine Umfrage? Für welche Optionen habt ihr abgestimmt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.